Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der Sarah Harrison mit Foodist Box. Und wenn du Bock drauf hast, zusammen mit mir reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist eine Box, die alle 3 Monate erscheint. Man kann sie bei Foodist abonnieren und ich habe sie auch im eigenen Abo. 29,90 Euro zahlt man da pro Box für und wir sollen hier drin haben 6 bis 8 Produkte. Vor allem sind das Food-Produkte, aber die kommen auch aus dem Bereich Beauty und Lifestyle. Also quasi ein Beauty- und Lifestyle-Produkt soll auch pro Box drin enthalten sein. Das ist eine recht frische Box, also die ist noch gar nicht so lange auf dem Markt. Ja, und du kannst auch gerne, wenn du möchtest, meinen Freunde-Werben-Freunde-Link aus der Infobox verwenden. Da bekommst du 10 Euro Guthaben und ich bekomme dann auch 10 Euro Guthaben gutgeschrieben. Das Gute dabei ist, bei diesem Guthaben-Gedönsen, bla bla, dass wir als Abonnent von irgendeiner Foodist-Box, sei es die Sarah Harrison-Box, die Pam-Box, die klassischen Foodboxen und so, ne, die Möglichkeit haben, zum einen Early-Bird-Zugang zu den Adventskalendern zu bekommen und die ganzen Adventskalender auch noch 25% reduziert zu bekommen aktuell. Ich habe mir schon einen bestellt und bin auch sehr gespannt über den Inhalt, ne? Und jo, hier habe ich jetzt aber die Sarah Harrison Box, die ich mit euch auspacken wollte. Ich wollte es euch nur noch mal so als kleinen Tipp am Rande mitgegeben haben. Und ja, dann schauen wir doch einfach mal rein. Komm. Also wir haben das gleiche Design wie letztes Mal. Die Box ist wirklich groß, weil hier auch große Produkte drin enthalten sind, was ich cool finde. Eine schöne Aufbewahrungsbox. Ich weiß nicht, ob meine Schuhe da reinpassen würden. Also als Schuhbox, glaube ich, wäre das für mich ein bisschen zu klein, weil ich habe Größe 41. Recht riesige Füße. Hier steht drauf, Full of Love auf dem Klebi, der das Seidenpapier zuhält. Und hier haben wir dann einmal den Blick in die Box, beziehungsweise wenn wir diesen schönen Flyer zur Seite packen, haben wir jetzt den Blick in die Box. Ja, 2 Produkte, die ich hier sehe, kommen mir schon direkt bekannt vor, aber ich möchte immer erst so ein bisschen das Motto entdecken. Die Pam-Box hat mich ja leider dieses Mal nicht so ganz umgehauen, zumal der Preis auch irgendwie niedriger war, weil da auch ein Produkt drin war, was hier auch drin ist, wo ich glaube, dass Foodist sich ein bisschen verrechnet hat, weil ich habe auf der Homepage mal nachgeschaut. Ja, okay, also Sarah Harrison habe ich auf der Glow gesehen, die stand auch mit ihrem Mann zusammen am Stand, bin ich jetzt aber nicht hingegangen oder so. Wunderschöne Frau, ich finde sie total cool, damals war sie ja glaube ich beim Bachelor oder so dabei, ne? Und seitdem, ja, ich feiere die Frau, ich finde die wirklich cool und hier habe ich es jetzt auch endlich gerafft, es war letztes Mal auch drin ein Vorwort, finde ich super wichtig und das lese ich euch einfach mal vor. Dear Foodist und plötzlich ist Hochsommer. Verrückt, wie schnell die Zeit immer vorbeirast, oder? Ich hoffe, du genießt den August, gönnst dir vielleicht einen entspannten Urlaub oder lässt dir einfach daheim die Sonne ins Gesicht scheinen. Mit meiner neuen Abo-Box kann ich dir diese warmen Tage hoffentlich noch schöner machen. Es hat wieder so unglaublich viel Spaß gemacht, meine Lieblingsprodukte für dich zusammenzustellen und Neues zu entdecken. Ein kleiner Sneak Peek, was dich in dieser Box erwartet. Der perfekte fruchtige Snack fürs Seele baumeln lassen am Badesee oder im Park. Eine Gewürzmischung für köstliche mediterrane Gerichte. Ein erfrischendes Getränk, das schmeckt und gut tut. Und vieles mehr. Natürlich gibt es auch wieder eine Rezeptidee. Lass dich einfach überraschen. Ganz viel Freude mit den Produkten und beim Stöbern im Booklet. Alles Liebe, deine Sarah. Oder Sarah. Ne? Sehr cool. Im Booklet sind die Produkte aufgeführt, aber halt nicht die Preise. Ja, hier haben wir ein Rezept für eine Zitronentorte. Ich bin keine Backfee, also das werde ich nicht backen können. Bin ich ehrlich, auch wenn ich es gerne essen würde, aber backen kann ich es wohl eher weniger. Vor allem, wenn ich mir die Zutaten angucke. Und ich glaube, das ist mir persönlich zu kompliziert, ne? Ja, finde ich aber cool. Und das ist die August-, September-, Oktober-Box. Ich bin gespannt, was sie dann quasi als darauffolgende Box, als Weihnachtsbox quasi rausbringt. So, das hier ist das erste Produkt, wo ich meine, dass bei der anderen Box sich, ja, Foodist ein bisschen verrechnet hat, weil die haben das bei sich im Shop für 11,99 drin stehen, aber wenn man auf der No Sugar Homepage vorbeischaut, kostet das irgendwie nur 3,30 € oder 3,99 € halt, ne? Okay, ja, es ist der Eistee zum Kaltaufgießen, was ich lecker finde. Es sind 10 von diesen Pyramidentütchen. Ich habe hier oben auch immer so was Kaltes stehen. Hier ist jetzt ein Waterdrop drin. Aber sonst mache ich das auch ganz gerne, dass ich mir hier kalten Tee hinstelle.
Und das hört sich auch lecker an, ne? Limette Matcha, total cool. Aber ich meine, dass sie sich da ein bisschen verrechnet haben. Trotzdem, ich habe den anderen noch nicht ausprobiert, aber bin da sehr gespannt drauf. Gerochen hat er ganz gut. Und es ist auch schön und passend, dass sowas im August auch mit drin ist, muss ich gestehen. Dann habe ich hier was von Just Spices drin. Tatsächlich kannst du, wenn du möchtest, Just Claudi als Code anwenden. Ich habe nämlich eine Kooperation mit denen. Dann bekommst du aktuell 5 Euro Rabatt auf den Adventskalender. Und hier habe ich drin das italienische Hähnchengewürz. Das finde ich sehr interessant. Kannst du aber meistens auch für andere Dinge verwenden, ne? Das ist Tomaten, Paprika, pakistanisches Kristallsalz, Knoblauchraspeln, Zwiebeln raspeln, Thymian gerebelt, Bohnenkraut gerebelt, Lauch geschnitten, Chili raspeln, braunes Senfmehl, Senfmehl, Rosmarin geschnitten, Selleriesaat und Fenchel ist hier mit drin. Und sowas, wie gesagt, kannst du halt dann entweder dafür verwenden oder für was anderes. Hier sind Ideen drauf, wie man das machen kann. Und auch online stehen immer Rezeptideen. Also ich mag Just Spices Gewürze tatsächlich gerne. Mein Freund hat letztens noch bei mir angemerkt, dass leider unser Bratkartoffelgewürz sich dem Ende zuneigt, weswegen ich dann demnächst mal eine neue Bestellung aufgeben werde. Jo, dann habe ich hier noch ein Getränk drin, was ja auch angeteasert wurde. Und zwar ist das hier Benefit. Okay, Vitamin Enriched Water, Beauty Maracuja und Kamille. Okay, das hört sich wirklich lecker an. Kann ich ja mal einen Schluck von probieren. 500 Milliliter sind hier drin enthalten. Und dann stelle ich mir das hier oben hin und kann das dann trinken. Oder ich trinke das heute Abend einfach leer. Mal gucken. Es ist auf jeden Fall keine Kohlensäure mit dabei. Ich nehme meinen Strohhalm, weil der Lippenstift ist nicht kussecht. Ich teste mich gerade durch meine Lippenstiftsammlung und der ist von Estee Lauder. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Habe ich nicht zum vollen Preis gekauft, Leute, ist klar, ne? Oh. Das muss man definitiv kühlen, aber schmeckt lecker. Wow. Sehr schön frisch. Fruchtig. Als wäre hier richtig eine Maracuja drin, also nicht so künstlich. Und das mag ich gerne. Das ist schon lecker, kann man nicht anders sagen. Doch, da hat sie ein cooles Produkt ausgesucht, weil sie das selber ausgesucht hat, aber ihr wisst Bescheid, ne? Finde ich cool, da ist Biotin und Niacin mit drin. Das ist halt so Schönheit von innen, ist immer ganz nett. Dann haben wir hier als nächstes ein Foodprodukt von sonnengereift. Ananas, Maracuja und Ingwer. Das natürliche Kaubonbon, das müsste ich auch noch, das habe ich glaube ich schon mal gegessen. Ja, das habe ich schon mal gegessen. Das war wirklich sehr natürlich, aber lecker. Jo, kann man sich auf jeden Fall gönnen. Was habt ihr hier drin? 0% irgendwelche Zusatzstoffe, 100% pure Frucht. Das ist immer ganz schön. Also sowas kann ich jetzt nicht mit euch zusammen essen, weil das wird mir die ganzen Zähne halt zukleben, ne? Hier haben wir 40 Gramm drin enthalten und da werde ich mich natürlich über den Preis informieren, weil leider steht sowas in dem Heftchen nicht mit drin. Okay, also schon allerhand Leckereien, muss ich sagen, ne? Dann gucke ich hier mal weiter. Chiasamen, das ist schön. Von Foodist, von der Eigenmarke Essentials Chiasamen, 90 Gramm. Und da kannst du dir halt so ein ja, Chia-Joghurt, Chia-Pudding, Chia-Schlag-mich-tot mitmachen. Sehr gesund. So ein Superfood ist das halt, ne? Habe ich eine ganze Zeit echt viel auch gegessen. Aber das ist auch wirklich schon Jahre her, als wir damals noch in unserer alten Wohnung gewohnt haben, habe ich das nämlich auch mal irgendwann, da habe ich selber nämlich YouTube-Videos geguckt und da habe ich halt gesehen, dass es mega gehypt wurde und so. Habe ich selber noch kein YouTube gemacht, ne? Das ist schon irgendwie, keine Ahnung, 7 Jahre, 8 Jahre her den Dreh. Und da habe ich mir dann über Nacht immer diese Chiasamen genommen und die quellen lassen. Und dann hatte ich das in einem Tupperpot oder halt in einem Plastikpot und habe das dann auch gegessen oder halt irgendwo mit reingerührt oder über Salat gemacht und so. Und ich mochte das sehr gerne. Mein Freund fand das ganz furchtbar, aber der mag zum Beispiel halt auch nicht so gerne die Konsistenz von Kaviar und sowas. Das muss man schon mögen. Das ist halt sehr speziell. Aber es ist halt eine gute Geschichte, ne? Es ist gesund. Ja. Hat, glaube ich, relativ viele Ballaststoffe und so. Also macht auch länger satt und so. Und so und so und so. Deswegen ist es cool. Okay, hier haben wir jetzt ein Produkt drin. Das habe ich selber schon mal leer gemacht. Das habe ich auch schon immer mal wieder in Glossyboxen drin gehabt. Und das ist halt eine typische Marke, die du halt immer in irgendwelchen Beautyboxen drin findest. Falls du sowas nicht wirklich kennst mit diesen ganzen Beautyboxen, Abo-Boxen, Rampampam, kannst du gerne mal so ein bisschen meinen Kanal durchstöbern, denn davon zeige ich ziemlich viele im Monat immer.
Hier kannst du auch meinen Kanal abonnieren, also quasi dort unter dem Video. Würde ich mich auch mega freuen, da kannst du mich so ein bisschen bei meinem Wahnsinn hier begleiten. Dann dürfte dir nämlich auch die Marke Avant vorkommen. Bekannt vorkommen. So, das ist immer so eine total teure Marke, die kein Mensch, wirklich kein Mensch, sich für den Preis kaufen würde. Und immer wenn das halt irgendwie in der Glossybox oder der Quantastic Beauty Box drin ist, weil das sind so die prädestinierten Boxen dafür, fragt sich man fragt sich dann immer, wer kauft das dann? Ne, weil das kostet dann irgendwie 70 Euro, so ein Lippenpeeling mit 10 Millilitern ungefähr. Ne? Und man denkt sich, warum? Oder eine Creme für 100 Euro. Das ist krass, ne? Die muss schon wirklich dann deine Bügelwäsche machen und wirklich alles. Die muss den Haushalt machen, für dich schmeißen und keine Ahnung. Und dir ein Gesicht schenken, was von Gottes Gnade geküsst wurde. So nach dem Motto. Ja, macht das aber leider nicht. Das ist halt eine ganz solide Marke, ja, die auch wirklich hautverträglich ist, wo ich auch schon Produkte von ausprobiert habe. Ja, aber ist halt teuer. Ich habe eine Freundin. Die feiert die Marke hart. Also ich hatte ihr irgendwann mal, als sie mich nach einer Tages- und einer Nachtcreme gefragt hatte, eine Tagescreme von Avant und eine Nachtcreme von Avant einfach mal mitgegeben. Und die fand die so toll, dass sie die nachkaufen wollte. Dann hat sie das gegoogelt und mich nach dem Verstand gefragt. Ja, ne? Ja. Und dann halt hier so ein Lippenpeeling. Ich brauche auch ehrlich gesagt nicht wirklich Lippenpeelings. Schreibt mir gerne eure Meinung über Lippenpeelings in die Kommentare. Schwierig. Ne? Und dann zu dem Preis? Ich weiß ja nicht. Aber gut, das ist das Beauty-Produkt, was in dieser Box enthalten ist. Und dadurch werden wir ein sehr hohes, also sehr krasses Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Das steht jetzt für mich jetzt schon vollkommen außer Frage. Hier habe ich jetzt noch so ein Ding. Ich glaube, das ist dann auch das letzte Produkt, wenn ich mich nicht irre. Ja, das ist halt immer super viel Krümelpapier in einem riesigen Karton, ne? Das hier ist auch wieder von diesem Benefit Defense Blaubeere und Acai lecker. Vitamin Enriched Water mit Zink und Vitamin B6. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Also das, ich muss mal echt herausfinden, was sowas kostet. Eigentlich sind mein Freund und ich richtige Soda-Stream-Fans geworden, beziehungsweise Fans von... Wir möchten kein Wasser mehr schleppen, weil wir haben super Qualität von Wasser aus dem Hahn. Und da machen wir dann halt gegebenenfalls Sachen rein, die das Wasser irgendwie ein bisschen crazy cool machen. Ne? Dass du da entweder dir einen Eistee daraus bastelst, dass du dir da einen Waterdrop reinmachst, dass du dir einen Teebeutel in dein Wasser gibst und da Eistee draus machst. Weißt du, das sind dann halt so die Sachen, wo ich sage, Mensch, das ergibt Sinn. Aber ich brauche nicht jetzt ständig irgendwie zum Supermarkt rennen und Wasser von A nach B schleppen. Weil irgendwann haben wir uns selber nämlich nach dem Verstand gefragt, weil wir halt wirklich... stilles Wasser immer wieder gekauft haben und das kistenweise, beziehungsweise Sechserträgerweise mit 1,5 Liter oder 2 Liter Pullen. So, ja, aber im Prinzip ist das Wasser aus dem Hahn von uns sogar noch in der besseren Qualität als das, was du kaufst, ne? Deswegen sind wir umgestiegen. Aber gut, ja, manchmal gönnt man sich dann auch sowas. Schaffe ich das heute noch? Wobei, es sind ja auch Deckel drauf, ne? Und ich möchte schon mit euch zusammen probieren. Wenn man die Möglichkeit hat, dann kann man sowas doch auch probieren, ne? Gesundheit. Unsere Nachbarin hat sehr laut genießt. Das war witzig. Okay, Blaubeere und Acai. Das wird dann auch lecker beerig schmecken, ne? Nee, dann mochte ich das andere tatsächlich lieber, aber das hier mag ich auch. Kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Aber das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh mein Gott, das ächze ich euch mal eben kurz weg. Bei dem anderen könnte das fast schon passieren. Aber das ist jetzt aktuell ein bisschen schwierig, weil mein Bauch nicht mir alleine gehört. Da wohnt jemand drin, der im Mitte November raus möchte. Ihr Lieben, das war jetzt die Sarah Harrison mit Foodist Box. Also, wir hatten hier tatsächlich coole Foodprodukte drin. Hätte ich die andere Box nicht auch im Abo, hätte ich jetzt quasi den Eistee auch nicht doppelt und hätte mich auch sehr drüber gefreut. Man muss aber sagen, dass wir relativ viele Getränke haben. Ne? Also wir haben jetzt allein zweimal von diesem Benefit jeweils 500 Milliliter, dann haben wir diesen Eistee, ne? Das ist echt ganz schön viel. Dann haben wir gut das italienische Hähnchengewürz, was ich schön finde und auch sehr, sehr interessant. Also das kann man auch mit einem Hähnchenbrustfilet oder keine Ahnung, Hähnchenbrust, machst du einfach drüber, fertig ist die Laube, ne? Finde ich eigentlich ganz cool und auch passend zu der Grillsaison. Chiasamen finde ich auch klasse, mag ich gerne leiden. Und ja, auch diese, ne, Ananas, Maracuja und Ingwer-Gedöns-Geschichten fand ich auch sehr lecker. Avant treibt den Preis in die Höhe, weswegen wir hier auf jeden Fall ein passendes Preis-Leistungs-Verhältnis vom unterm Strich haben. Passt das Preis-Leistungs-Verhältnis für mich im Herzen? Nö, muss ich ehrlich zugeben, weil für mich dieses Avant-Lippenpeeling einfach nicht das wert ist, was es ausruft. Ne? Also ich würde mir, wenn ich mir ein Lippenpeeling im DM kaufen würde, wenn, für 1-2 Euro kaufen.
weil ich das halt nicht so schätze. Ne? Das, ich habe halt nicht die Wertschätzung für dieses Produkt, wie es wahrscheinlich das Produkt hätte haben wollen. Und dann bin ich halt bei den Food-Produkten, wo ich sage, die sind definitiv keine 30 Euro wert. Ne? Das ist halt die Sache. Ich lasse das Abo auch erstmal, ich gucke mir das ja auch noch weiter an. Ich bin ja auch ein neugieriger Mensch, aber ich muss irgendwie sagen, die vom letzten Mal, die Boxen haben mich doch etwas mehr geflasht, als sie es jetzt getan haben. Sowohl die Pam-Box als auch die Sarah Harrison-Box fand ich jetzt nicht so bombastisch. Also, ja, schreibt mir gerne dazu eure Meinung in die Kommentare. Das Video von der Pam-Box ist noch nicht online. Ich habe ein bisschen Schiss über die Resonanz, die dort vielleicht auf mich kommen könnte. Weil es gibt ja auch immer Fans, die vielleicht ein bisschen auf Krawall aus sind, ne? Und da hoffe ich, dass es in meiner Community etwas mehr Liebe gibt und ich da nicht allzu sehr angegangen werde für meine Meinung. Aber das ist halt, wie gesagt, auch nur meine Meinung, ne? Also wenn ihr die Produkte mehr wertschätzt und einfach sagt, Mensch, ne, es ist mir das wert, dann ist das ja auch super. Aber ich finde es halt irgendwie dieses Mal nicht. Ich habe immer wieder im Hinterkopf, und das tut mir auch leid, dass ich das immer wieder sage, die Degusta-Box tatsächlich, die ja auch monatlich erscheint, aber dann halt die Hälfte kostet von dem, was dieses hier kostet. Und da haben wir 10 bis 15 Food-Artikel drin. Da haben wir immer irgendwie einen Wert von über 20 Euro halt ein bisschen, ne, cooler, muss ich wirklich sagen. Du zahlst weniger für die Box, du hast da mehr drin und irgendwie ist es lohnenswerter. Also gerne eure Meinung in die Kommentare. Haut raus, aber bitte werdet nicht persönlich hier. So, das war's jetzt hier von mir und der Sarah Harrison mit Foodist August Box. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Boxen. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Entschuldigung. Oh, jetzt habe ich auch noch warm. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.